Heute habe ich zu Gast die Martina Sturheiner de Queto von Mama Okio. Und wir unterhalten uns ein bisschen über ihr Business, wie es sich entwickelt hat, seit sie bei mir im Mentoring ist. Martina, magst du dich mal vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Martina Sturheiner de Queto und ich habe vor 4 Jahren zusammen mit meinem peruanischen Mann Mama Okio Baby Mode gegründet. Bin seitdem auch fast seitdem, seit 2, 3 Jahren bin ich jetzt bei der Andrea im Mentoring und wir haben gemeinsam an unserer Marketingstrategie gearbeitet, an unserer Vertriebsstrategie. Ja, und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns noch mal sehen, bevor ich nach La Palma düse, weil es ist doch eine ganz, ganz intensive Arbeit gewesen, die wir da hinter uns haben. Tatsächlich. Ja, und eine schöne Zusammenarbeit vor allem. Ja, das wirklich. Magst du mal erzählen, wie das am Anfang war, als wir begonnen haben? Wo standest du denn damals? Wie war deine Ausgangssituation? Wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das gerade mal so ein Jahr nach Gründung von Mama Okio. Also ich muss dazu ein bisschen ausholen. Also mein peruanischer Mann und ich haben vor gut 4 Jahren Mama Okio gegründet. Und seither produzieren wir in Peru mit einem kleinen Familienunternehmen hochwertige Babybekleidung aus seltenen biozertifizierten Naturfasern und haben nebenbei noch ein Projekt, und zwar ist es eine Fraueninitiative in der Nähe vom Titicacasee. Das ist eine der ärmsten Regionen in Peru, wo wir Kuscheltiere von Müttern stricken lassen, die damit eben das Familieneinkommen aufbessern. Wir haben das, wie gesagt, gegründet, 2012 war das, sind dann 2013 an den Start und haben dann so ein Jahr lang einfach mal selber versucht, unseren Weg zu finden. Und dann war es eben dann soweit, dass irgendwann zu viele Visionen, zu viele Pläne entstanden sind, zu viel Chaos, zu viele Ideen. Zu viele Ideen. Und da bin ich dann eben auf die Andrea, sind wir dann eben damals zufällig eigentlich in Kontakt gekommen über ein Netzwerk. Und dann hat sich das wunderbar angeboten, dass ich jemanden gefunden habe, der was uns fortan einfach unterstützt, dass wir da eine Strategie entwickeln, dass wir strukturiert davor gehen. Es kam damals auch unser Miguel, unser Baby ist damals zur Welt gekommen und wir mussten irgendwie einen Weg finden, um Familie und Business unter einen Hut zu bekommen. Und da, was nicht immer einfach war. Genau, und da hat Andrea uns sehr, sehr geholfen, also vor allem mir. Wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet und haben da einfach Ordnung reingebracht. Was ist Schritt für Schritt zu tun? Was kann man vielleicht ein bisschen weiter hinten anstellen? Was sind mögliche Wege, um uns auf dem Markt besser zu platzieren? Genau, und seither arbeiten wir eigentlich in regelmäßigen Abständen miteinander und ich hoffe auch in Zukunft, wenn dann auch noch online, aber, aber das hoffe ich doch, dass du uns weiterhin treu bleibst. Sehr gerne. Genau. Was hat sich denn seitdem geändert? Also welche Herausforderungen hattest du denn noch nehmen müssen, die ganz besonders für dich eine Hürde dargestellt haben? Also die wohl größte Herausforderung war und ist für uns, dass wir eben ein Familienunternehmen sind. Das heißt, wir finanzieren uns über Eigenmittel, haben keine Investoren, kein Darlehen. Das heißt, wir müssen versuchen, uns zu behaupten auf diesem stark umkämpften Markt. Und da geht es einfach darum, Wege zu finden, wie man die Marke bekannt macht auf dem Markt, wie sich das rumspricht, dass wir existieren, was das Besondere an unseren Produkten ist. Und das ist einfach das, wo wir viel daran gearbeitet haben, wo wir Videos erstellt haben, wo wir Marketing-Printmaterial erstellt haben, wo wir neue Vertriebskanäle eröffnet haben. Kooperationen haben wir ein Netzwerk aufgebaut, wir haben ein Prämiensystem aufgebaut, wir haben an der Webpräsenz gearbeitet, also sehr viele Baustellen, die was jetzt letztlich dazu beigetragen haben, dass Mama Okio einfach gut läuft, dass man uns kennt, dass man uns findet. dass natürlich auch der Vertrieb jetzt angelaufen ist, umso besser und dass wir ja in eine positive Zukunft jetzt blicken können. Also man sieht regelmäßige Steigerungen im Vertrieb, es ist eine nachhaltige Entwicklung, sage ich mal, nicht so rasant wie bei einem großen Budget, aber es ist auf jeden Fall sehr positiv und das ist das, was wir in den letzten 2, 3 Jahren jetzt auf jeden Fall erreicht haben. Also. Super. Ich bin da auch ganz, ganz stolz auf dich, wie du das alles umgesetzt hast. Wirklich wahr. Das ist Hut ab. Die Martina ist eine meiner Lieblingskunden. Und sie hat uns auch ein paar Sachen mitgebracht, die es bei Mama Okio zu kaufen gibt. Magst du es mal zeigen?
Ja, uns ist es natürlich immer ein Anliegen zu zeigen, was wir haben, weil wir online präsent sind und nicht im Fachhandel. Und ich habe jetzt einfach mal zwei Kleidungsstücke aus unserem Sortiment mitgebracht. Das ist einmal so unser klassischer Wickelbody. Und zwar das Besondere an diesem Wickelbody ist, dass er aus biozertifizierter Pima-Baumwolle produziert wird. Pima-Baumwolle ist leider nach wie vor den wenigsten ein Begriff. Das ist die Königin der Baumwollarten auf dem Markt. Das sind sehr, sehr lange Baumwollfasern, die die Baumwolle oder die Stoffe so weich werden lassen wie tierische Seide, nur dass es eben pflanzlichen Ursprungs ist. Und diesen Body zum Beispiel verkaufen wir sehr gut für die Erstlingsausstattung, für die Kliniktasche, weil dort absolut keine Farbstoffe enthalten sind. Man sieht hier auch diese schöne Ringeloptik. Da haben wir dann kurze, natürlich farbig gewachsene Baumwollfasern mit einweben lassen. Das heißt, es ist auch ein Stück Natur und es ist ein Kulturerbe, weil das schon die Inkas für ihre Kleidung verwendet haben. Und dadurch haben wir einfach einen Body geschaffen, der antiallergen ist, der wunderbar für Neugeborene ist und jetzt auch zum Beispiel für Babys mit Neurodermitis sehr gut geeignet ist und auch empfohlen wird. Das ist, wie gesagt, so unser Klassiker. Und dann habe ich hier noch ein Kleidungsstück, das ist gerade jetzt für den Herbst-Winter, aber auch fürs Frühjahr. Das ist innen angeraute Pima-Baumwolle. Hier sieht man, wir haben hier Farbstoffe verwendet. Die sind allerdings Ökotex Standard 100 zertifiziert. Das heißt, die sind für die Umwelt gut verträglich und natürlich auch für die Babyhaut. Und wir haben hier noch so einen süßen Brillenbär drauf nähen lassen. Das ist auch so charakteristisch für Mama Onkyo, dass wir versuchen, die peruanische Flora und Fauna in Form von Farben oder eben Applikationen in unsere Kleidung mit einfließen zu lassen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von unserer Bekleidung. Und dann haben wir eben noch unser Strickprojekt von den Frauen, die was in den Abendstunden in Peru für uns stricken. Da haben wir einmal so ganz süße Babyschüchen, Söckchen aus Baby-Alpaka-Wolle. Es ist nicht vom Baby-Alpaka, sondern das ist die erste Schuhe im Jahr. Das ist eine wunderbar feine Wolle, da wo auch das Füßchen nicht drinnen schwitzt, aber immer warm gehalten wird und was sogar im Sommer gut getragen werden kann. Da haben wir verschiedene Farbkombinationen für Mädchen, für Jungs. Und nicht zuletzt dann eben unsere Kuscheltiere. Das sind auch so ganz... Die sind das ist toll. Einer ja. unserer Lieblinge, Pablo der Krebs, wird aus peruanischer Biobaumwolle gestrickt. Dann haben wir zum Beispiel unser Liebling im Shop, ist unser Gonzalo. Den gibt es jetzt mit zwei Schalvarianten, dass wenn mal einer verloren geht, dass man noch einen zweiten hat. Den kann halt Baby wunderbar greifen, überall mittragen oder ist eben auch für große Geschwisterkinder ein wunderbares Accessoire. Und das Letzte, was ich mitgebracht habe, ist dann noch, um ein Beispiel zu zeigen, was aus Wolle gestrickt wird, weil man da einfach feiner diese ganzen Noppen hier arbeiten kann. Das ist Nelly, unser Schaf. Da gibt es auch passend den Schafbock. Das sind jetzt zum Beispiel herrliche Geschenkideen zur Geburt oder zu Weihnachten. Genau. Voll schön. Also ich mag die kleinen Kuscheltiere auch total gern. Und verschenke sie jetzt auch nochmal zu Weihnachten. Und erzähl doch mal, wo kann man deine Kuscheltiere bestellen? Und auch vor allem diese tolle, hochwertige Babymode. Also wir haben einen Online-Shop von Anfang an schon, www.mamaokyo.com. Da bieten wir unsere Kuscheltiere und unsere Kleidung an. Da haben wir eben auch das Prämiensystem integriert und das war so unsere Hauptaufgabe, eben an dieser Seite zu arbeiten, wo du uns ja auch sehr, sehr gut unterstützt hast, weil auch da unsere Seite ist sehr vielfältig. Wir setzen sehr auf Transparenz, wir haben viele Informationen eingebaut, wir haben den Blog integriert, wie gesagt, das Prämiensystem. Wir haben sehr, sehr viel Material, was wir zur Verfügung stellen und auch da Ordnung reinzubekommen, ist eine gewisse Herausforderung, dass man sich eben nicht verliert auf der Seite. Wir haben da sehr viel grafisch gearbeitet in letzter Zeit und auch technisch sind wir immer noch am Basteln und Arbeiten. Und jetzt haben wir eigentlich so eine Seite, wo man sagt, die kann man jetzt mit Stolz auch zeigen. Die und da toll, sind wir sehr, ja. sehr ja. glücklich damit. Und da freuen wir uns natürlich immer auch auf neue Besuche. Ja, schaut doch mal vorbei bei Mama Okyo. Ich werde dann hier unter dem Video auch nochmal die Webadresse einblenden. Und wir freuen uns, wenn ihr euch bei der Martina meldet und vielleicht noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk bei ihr bestellt. Ja, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für das Interview, dass du heute bei mir warst. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Glück und Erfolg weiterhin mit deinem Business. Und
freue mich, wenn wir uns weiterhin per Skype auch treffen. Und oder uns auf der Insel treffen. Oder auf der Insel. Weil auch als Unternehmer braucht man mal Urlaub. Genau. Okay. Macht's gut. Tschüss.